Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trine mit Asreiter, dem Krieger. Hallo, recht herzlich willkommen. Und ja, wie ihr seht, wir haben keinen dritten Spieler und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, dass wir das Spiel zu zweit spielen. Das Skelett ist da gerade runtergesprungen. Plopp. Willst du es da stampfen? Nee, geht nicht. Nimmst du den da unten, ne? Ich gehe mal oben lang. Unten warst du ja, ne? Oder? Kann ja das sein, dass da oben noch was ist. Da ist nämlich noch so ein Brett. Ach da. Nee. Ne, da ist nichts drauf. Okay. So, jetzt musst du den Oh, Zauberer. super. Voll reingesprungen. Du musst den Was muss ich? Bogenschützen nehmen und dann musst du da mit dem Seil. Ja, ich habe gedacht, ich käme darüber gesprungen. Komme ich aber nicht. Bist zu dick. Die Schwertanziehungskraft, das ist wahrscheinlich beim Krieger dann. Oh, Glück gehabt. Fast abgestürzt. So. Oh, hier ist irgendeine Sperre. Oh, und da oben ist so ein doofes Geschütz, sag ich schon. Oh, da ist Gespenst. noch einer. Ich bin genau in den Fall reingesprungen. Hast du? Ich Jo. komme noch nicht mal hoch. Oh, da hinten ist ein Erfahrungsfläschchen. Oh, da unten geht die Tür auf. Geht's oben noch weiter oder war's das? Ja, das war's, aber da ist ja noch ein Erfahrungsfläschchen. Okay, holst das noch? Wo ist das? Ach, da oben rechts ist das. Okay, habe ich nicht gesehen. Tada. Kann man da noch springen? Oh ja, kann man. Cool. Hier ist ein Fahrstuhl. Okay. Wow. Ein Fahrstuhl, dann nehme ich den auch mal. Ach, da oben brauche ich nicht hinspringen, wa? Ein Skelett. Schon tot? Nein. Und komm. Jetzt aber. Okay, und. Ist unten da was? Eine Kiste ist und ein Skelett. Eine Kiste? Achso, so eine Kiste. Tot. Aber da komme ich wohl nicht hoch, schätze ich mal. Da muss ich doch links so lang gehen. Da oben ist eine Spinne. Speicherpunkt habe ich jetzt auch Oh, geschafft. die macht Eine ganz schön viel Spinne? Schaden. Wo ist eine Spinne? Hier ganz oben. Ah, die sehe ich gar nicht. Nee, die ist auch ganz weit oben. Na, kann ich ja nicht hoch, ich habe ja kein Seil. Was ist das denn? Ach, ein kaputtes Skelett wahrscheinlich. Na, jetzt brauche ich den Magier hier gerade wahrscheinlich einmal, ne? Oh Gott. Und muss hier diese Wand Hast du gerade die Spinnenteile rüberziehen. runterfliegen sehen? Ne, habe ich nicht. Zack, Amulett des Mana-Gewinns. Okay. Ich denke mal, das ist wichtig für den Zauberer. Ich bin rüber, du auch. Meiner hat ihn sogar direkt gekriegt. Danach kommt aber ein schicker Saal. Wo bist du? Kommst du auch noch rüber? Ja. Oh, Interessant. was? Oh, ein Endgegner. Oh. Machst du dem Schaden? Nein. Nein, ich mach dem keinen Schaden. Ich weiß gar nicht, wie ich den. Ah, jetzt oben am Kopf muss man den treffen. Ah, ja. Ich habe ihn zweimal Wechsel mal lieber getroffen, gerade aber zum. da ist er schon tot. Und der auch. Dann Und wäre was es ja soll der nur Magier anfangen. aus? Ah, jetzt kannst du wieder einen Krieger nehmen. Oh, das war. Oh, ich kann nicht mehr nehmen. Oh, jetzt kann ich den Magier nicht nehmen. Du musst zum Speicherpunkt. Springen. Geht nicht, doch. Jetzt haben wir geschafft, zum Glück. Puh, das war auch nicht viel, dann wäre ich wieder kaputt gewesen. Beim ba Speicherpunkt konnten wir wiederbelebt werden, alles klar. Das muss man auch Kann man ja wissen, voll ne? cheaten. Ja, das muss man erstmal Bumm. wissen, ne? So, können wir weitergehen? Ja. Was haben Ja. wir denn hier irgendwie was gekriegt? Was ist das hier? B öffnen. Stärke Stärke der der Titanen. Titanen im Ritter Stärke von. gefunden. Okay. Ist das ein Item? Nee. Das war hier, aber das hatten wir doch schon, oder? Komisch. Oder es war die nächste Stufe, kann auch sein, keine Ahnung.
Okay. Ja, was macht da oben das? Sind drei Kisten drauf. Wofür sind die gut? Ich lese das erstmal vor. Oder zwei. So. Stärke der Titanen. Ausgestattet mit der Stärke der Titanen reichen die Fähigkeiten des Ritters noch weiter. Der Ritter kann kleine Objekte aufsammeln und damit werfen. Dies verringert allerdings sein Marschtempo und verbraucht einen kleinen Teil seines Manas. Also braucht der Ritter jetzt auch Mana. Hopp. Ich hab getroffen. Er nicht. Und was hast du denn getroffen? Da hinten, Skelett. Da unten. Was war das Rote jetzt, was da kam? Das war Gesundheit. Okay. Hab ich genießt, hat's mir Gesundheit gegeben. Was kann ich mit dieser Kiste machen? Du kannst die Schüsse abwehren. Aber wofür war das gut? Weiß ich nicht. Die lag da oben drauf, ne? Da kann man nicht lang, da muss ich erst ein Salz erschießen. Jo. Kommst du? Ich will jetzt gerade da was vor die Dingens legen, damit ich nicht mehr schießen kann, aber geht nicht. Keine Ahnung. Du warst jetzt ein Kämpfer? Jetzt hab ich den Magen. Okay. Und was ist hier los? Musst du drauf springen. Ja, aber ich springe immer aufs Falsche. Oh, Mist. Wie komme ich da denn noch hin? Kannst du den Magier nehmen und da oben das... Da oben ist ein Skelett, das... Okay. Ah, das ist dann... Warte. Kannst du mit dem Magier das Brett hochmachen, dann kann ich darüber springen. Gut, das war knapp. Ich wäre fast... Warte, ich musste erst hoch. Oder kann ich hier unten lang gehen? Weiß ich nicht. Nee, da sind so viele Splitter, oder? Ja, ich glaube, wenn ich auf die Kiste gehe, geht's auch. Nee, geht. Aber da komme ich ja nicht wieder hoch. Bringt also nichts. Super. Obwohl, ich kann den Magier nehmen und er kann sich die Kisten dahin stapeln, ne? Kannst du auch selbst Kisten machen. Ja, aber es geht ja auch mit den Kisten dann, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was schwerer ist, ne? Ich finde es eigentlich einfacher, mit diesen Kisten zu arbeiten, die schon vorhanden sind. Jetzt kommen da von rechts Feuerwelle. Waren die eben schon? Ne, die waren eben noch nicht. Keine Ahnung, warum die jetzt erst kommen. Ah, wahrscheinlich, weil ich hier schon ein bisschen weiter bin. Piu! So, jetzt. So, was ist hier, dass hier so viele Feuerbälle kommen? Keine Ahnung, wofür sind die Kisten gut? Das ist die nächste Frage. Kisten haben doch eigentlich immer einen Grund, oder? Da unten vielleicht in die... Hey, du schiebst mich gerade mit den Kisten. Das ist doch nicht schlimm, oder? Nö. Da ist ein grünes Ding. Von wo wollte ich denn jetzt getroffen? Ja, weil du wahrscheinlich zu nah da dran warst. Oh, das ist ganz schwer da. Deswegen sind die Kisten auch da, gehe ich von aus. So, ja, genau so. Ja, lass sie doch da unten liegen. Da drauf stehen lassen erstmal. Ja, geh da erst drauf, fertig. Stell die gerade hin. Wieso soll ich die gerade hinstellen? Damit kann man das Feuer erstmal abwehren. Ja. Gut. Tada. Also wir könnten auf jeden Fall hoch, ohne... uns zu verletzen. Und in der Mitte, pass auf, dass du jetzt nicht runterfällst. Kommst du hin oder nicht? Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Ich bin auch Zauberer. Hier kann man auch nicht mehr durchfallen. Geschafft. Oh, das kann weh tun. Was ist das? Oh, Äxte. Das war knapp. Vorbei. Darum. Und da kommt ein Skelett. Auf. Nicht sterben. Ihr Doofmänner, ihr. Ich lieg am Boden und bin tot. Scheiße. Speicherpunkt finden. Da oben. Oben rechts. Kommst da hin, ohne. Oben rechts ist der Speicherpunkt. Kommst da hin, ohne verletzt zu werden. Ne. Shit. Da bin ich hängen geblieben. Wo müssen wir jetzt starten? Oh, am letzten vorne. Checkpoint fortsetzen. Ganz vorne. Ich habe noch nicht gedrückt. Was ist ganz vorne? Ach, nach dem Endgegner. Oder Zwischengegner wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke mal, Endgegner war das noch nicht. Was hat er denn wieder für ein Shit gemacht dann? Okay. Ich bin drüben. Ich noch nicht. Ich komme noch nicht mehr hier hoch. Nimm doch den Dings, den Bogenschützen.
Den Bogenschützen soll ich nehmen. Na, das hat ja wieder gebracht. Ach, hier ist ja noch mein Kistenbau. Dann geht's ja auch mit dem Krieger hier hoch. Was ist das für Musik? Wenn ich auf die, wenn ich die, diese Schwingseile drücke. So, vorsichtig. Erstmal den Idioten von da oben. Oh, da habe ich voll rübergeschossen. Da oben war doch noch einer, der mich abgeschossen hat. Ah, shit, neben die Kiste getreten. Toll. Na, runtergefallen, auch toll. Hab alles. Ah, und ich komme nicht hoch. Spring darüber, aber nicht zu weit. Ah, zum Glück, ey. Und Speicherpunkt. So, was ist hier? Das sieht nicht sehr gesund aus. Pass auf, der schwingt gleich. Der schwingt gleich hinter dir her. Nee. Hast du ihn gerade erdrückt, dass er so aus? Kann ich den vielleicht schwingen Spont lassen? Und da oben. Aber weiter schwingt er nicht. Okay. Einer drauf oder was? Und dann geht's weiter oder wie? Hol mal runter. Ich bin oben. Warte, lass mich der Zauberer sein und du nimmst. Ich sehe nichts mehr da unten. Geht nicht tiefer? Ich sehe nichts mehr da unten, also geht's auch nicht tiefer. Ich kann aber hier oben drauf. Jetzt kann ich wieder tiefer schauen. Nur ich bin drauf, ganz runtergefallen. Ach, ich auch, super. Nochmal bitte runter. Oh, wieso ging das jetzt gerade und jetzt nicht mehr? Wolltest du mich jetzt hier erdrücken, oder was? Ist das los? So. Jetzt sind wir zu schwer, du glaubst es doch nicht. Nicht runterfallen, scheiße, das ist doch nicht wahr, oder? Kannst du oben bleiben vielleicht? Kannst du einfach oben bleiben? Nee, warte, ich schaff das jetzt hier drauf und dann muss ich... Ich darf mich nicht bewegen. Kommst du da schon drauf? Nee, der hängt fest. Klar, spring mal. Ja, jetzt. Ach. Der Krieger ist zu schwer. Nee, jetzt hast du es geschafft. Oh, was ist das hier? Warte. Eine Mine oder sowas. Oh Gott, da kommen noch mehr, hast du gesehen? Warte. Das hat doch irgendwas mit so einem... Pass auf, da kommen wieder welche irgendwo bestimmt runter. Jetzt noch ein Schalter, wo ich drauf war. Ja, ja, da lag gerade eine Mine drauf. Oh, die tun weh. Ja, da musst du die schon im hohen Bogen wegtun. Und nicht fallen lassen, ne? Warte mal. Ah, ne, sind drei Schalter. Sonst funktioniert ja dann nicht. Sonst hätte ich gesagt. Ah, da im Gang ist noch einer. Ne, die Schalter lassen sich auch nicht drücken. Ja. Eigentlich könnte man die auch für die Gegner. Ah. Ja, damit kann man auch Ja, ach, toll. Die liegt hier. Du kannst sie nicht von einem Raum zum anderen bestimmt bringen. Das ist das Problem. Da ist ein Speicherpunkt und da kommen Skelette. Zack, da ist er weg. Okay. Ne, geht nicht so. Oh Mist, die habe ich gar nicht gesehen, die Stacheln. Ne, da komme ich nicht hoch, warte. Da oben festhalten, dann geht doch, oder? Da kann man sich nicht festhalten. Ist kein Holz. Tja, und irgendwie muss es hier weitergehen, ne? Schwingen wir erst nach rechts. Und jetzt wieder, du musst schon den Schwung durchhalten. Meinst du? Ja, von mir aus auch deins, ist mir egal. So, jetzt müssen wir nur noch hochkommen, ne? Oh, da ist ein hölzerner Gegenstand, das hätte...
Das hätte man mir ja früher sagen müssen. Kann man mit dem Magier... Ach, du bist gerade der Magier. Vielleicht hier so Klötze hin machen. Oder oben. Da oben ist wieder eine Spinne. Ja, die macht so grünes Zeug, alles klar. Ja, du stirbst gerade. Ja, deswegen laufe ich auch gerade weg, aber hatte leider keine Chance. Geh mal vom Dings weg, von meinem Bogenschützen hier. Ja. Zack. Und du kriegst die Erfahrung. Nee, die war schon weg und hat noch geschossen, hast gesehen? Kommst du ans Grüne dran? Ja, sonst kriegt das auch. Oh, das sieht aber schwierig aus. Aber auf der rechten Seite war auch noch was Grünes. Na, dann hol's doch. Ja, ich komm da. Da oben ist auch noch was Grünes. Oh. Wieso kommst du nicht dran? Sag mir, warum? Weil ich da nicht hochkomme. Ja, liegt ja nicht an mir. Ja. Aber es ist Erfahrung. Jetzt bin ich oben. Hier oben ist auch noch eine grüne Flasche. Komm, aber nachher links, dran. Da müssen wir hin. Da ist eine Kiste noch. Mit einem Item drin. Super, ich bin kaputt gegangen. Aha, ich hab's geschafft. Und was kriegen wir? Mana-Fiole. Fiole, okay. Hat sich doch nicht so gelohnt. Wollen nicht mehr kommen, oder? Nee. Muss erst auf den linken drauf springen, ne? Damit der höher geht, der rechte. Und jetzt rüber springen, genau. Jetzt schneller. Gut. Geschafft. Jetzt braucht man den Krieger. So. Nach dem nächsten Checkpoint müssen wir also zurück. Das an. Es muss das Grab sein. Ja, du hast recht. Das ist das Grab des Hüters. Es hat überall Inschriften. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. Super. Aha. Und jetzt? Also, das kann gar nicht sein, dass der Krieger spricht. Der ist doch tot. Ja, interessant, ne? Der spricht in unserem Geist. Ne, man kann nur 2D, okay. Okay, müssen wir weitergehen, oder? Denke ich, jetzt kommen wir ein neues Level. Psst. Okay. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal 3 Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. Auf der Karte kann man wohl unseren Weg sehen, ne? Mhm. Gerade so. Von der Astralakademie nach da. Start, so. Oder? Start. Und ich denke mal... Dann sind wir schon. Psst. Unsere Seelen sind mit dem Artefakt verflochten und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbild unserer Seele. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufregend. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skeletten große liegen. Was werden wir tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Liebling. Vertraue mir. Mhm. Gut, dann müssen wir jetzt wohl Pause machen erstmal. Ja. Ja, dann würde ich sagen... Bedanken wir uns rechtlich fürs Zuschauen. Oh, recht herzlich fürs Zuschauen, genau. Und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dann. Tschüss.